Der Übergang von der Schule in den Beruf ist ein großer Schritt. Das Unterrichtsprojekt Berufseinsteiger widmet sich der immer größeren Bedeutung von IT-Kenntnissen für die Berufswahl. Das ist in meiner Hinsicht sehr sinnvoll, weil die neuen Maschinen werden alle computergesteuert. Da braucht man einfach die Kenntnisse, um im Beruf erfolgreich zu sein. Wir werden uns am Anfang der Frage widmen, wie viel IT steckt denn in meinem Traumberuf? Hat jemand einen Traumberuf von euch? Da wir nachher eine PowerPoint-Präsentation zu einem ausgewählten Beruf erstellen wollen, ist es sehr wichtig, sich mit PowerPoint vertraut zu machen und dort speziell mit dem Thema Smart Art. Ihr startet fitfürdenaufschwung.de, dann könnt ihr euch schlau machen über das Lernmodul, was ist eigentlich eine Smart Art-Grafik. Die Lernplattform fitfürdenaufschwung.de beinhaltet speziell auf die jugendlichen Nutzer zugeschnittene Inhalte und unterstützt effektiv den Erwerb von grundlegenden Kenntnissen mit Office. Auf der rechten Seite zeigt dir die konkreten Lerninhalte. Das Element unter mir führt dich dann Schritt für Schritt durch das Modul. Die Moderatoren führen praktisch den Benutzer durch diese Seite und zeigen den Inhalt und helfen natürlich auch. Also ich fand das attraktiv. Es spricht die Schüler an. Es ist auch ihre Welt, dass diese Lernbegleiter einfach auch in ihrem Alter sind, die ihnen das darstellen. Es ist authentischer, als wenn das Erwachsene machen. Was meint ihr, was für Standardsoftware müsste ein Fahrzeuglackierer eigentlich gut beherrschen? Womit müsste der sich gut aussehen? Einen schnellen Einstieg in die Thematik ermöglicht die Fitbox der Initiative IT Fitness, die man kostenfrei unter innovativeteachers.de herunterladen kann. Die Fitbox enthält multimediale Informationen über die Nutzung von IT in verschiedenen Berufen, stellt bekannte Berufsbilder ausführlich dar und enthält Elemente zur Erfolgskontrolle. Nehmen wir zum Beispiel eine Autolackiererin. In ihrem Beruf spielen Computer eine nicht mehr wegzudenkende Rolle. Ihr habt immer das gleiche PowerPoint, das ist in eurem LifeIt-Edu-Paket im SkyDrive eingepackt. Und wenn immer ihr eine Präsentation herstellen wollt, könnt ihr das direkt in eurem LifeIt-Edu anschauen. Das Internet ist nicht nur eine Informations-, sondern vor allem die Arbeitsplattform der Zukunft. Die von LifeIt-Edu zur Verfügung gestellten Web-Apps legen das nahe. Die Schüler erarbeiten Dokumente und Präsentationen im Browser, ohne dass sie die Office-Programme selbst installiert haben. Sie speichern die Daten auf ihrer Online-Festplatte SkyDrive und können von überall via Browser darauf zugreifen. Also wir haben im Internet geforscht und haben herausgefunden, dass das Personal... Also das halte ich für ganz, ganz wichtig, weil die Schüler das einfach im Berufsalltag brauchen und schon mit diesen Kompetenzen auch in den Beruf gehen sollten. Auch sie auch bessere Chancen haben, einen Arbeitsplatz oder einen Ausbildungsplatz zu finden. Mit der Fitbox und den in Microsoft LifeIt-Edu integrierten Web-Apps wird multimedialer Unterricht in jeder Schule ganz einfach möglich. Nutzen Sie diese Angebote jetzt.